Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth, dem Zeitalter der Eroberung. Und nachdem wir in der letzten Folge das Geisterschiff endgültig nach ewigen Versuchen erobert haben, geht's heute in die letzte Mission der Asien-Kampagne. Und es kann sein, dass das heute eine sehr kurze Session für mich wird, dass wir erstmal reinschauen in die Mission, denn es ist wieder eine letzte Mission einer Kampagne. Und wie wir bereits aus den anderen zwei Finalmissionen gelernt haben, werden hier wahrscheinlich Einheiten einfach mal spawnen, wie wir das jetzt schon in einigen Folgen hatten. Wir probieren es einfach. Wir gehen rein. Die Mission heißt Zukünftiges. Das unheilverkündende Grollen aus der Regierung der USCN geht auch heute weiter, da Präsident Allison Hardcastle keinen Zweifel daran lässt, dass die Erde die neu organisierte Mars-Allianz nicht anerkennen wird. Khan Sundo, der Premierminister der Interimsregierung für die Allianz, fürchtete, dass die Erde die Allianz nicht ernst nehme und meinte, dass eine militärische Lösung des Problems beide Seiten teuer zu stehen kommen würde. Die Frage, ob er eine Militäraktion gegen die Holdings der USCN auf dem Mond in Betracht ziehen würde, wollte der Premierminister nicht kommentieren. Sundo sprach außerdem über die feste Geschlossenheit unter den Mitgliedern der Mars-Allianz. Private Beobachter haben allerdings bemerkt, dass sich sowohl Sprecher von Baker's Ridge, der nordamerikanischen Siedlung, als auch von Port Tschernobyl, der russischen Gruppierung, über die Aussichten einer panmarsianischen Allianz öffentlich eher gedämpft gezeigt und in privatem Rahmen ihrer Sorge in Hinblick auf militärische Manöver in der Nähe ihrer Stützpunkte Ausdruck verliehen haben. Vereinzelt wurden Berichte über militärische Gefechte im Süden und im Westen der VFR-Basis gemeldet, die bis zum derzeitigen Zeitpunkt aber unbestätigt blieben. Und damit haben wir unsere Missionsziele. Khan Sundo darf nicht getötet werden, General Buta darf nicht getötet werden und bezwingen oder unterwerfen sie die beiden weiteren Siedlungen auf dem Mars. Mal gucken, wie das wird. Wir schauen rein. Ich bin wirklich gespannt, ob hier Einheiten jetzt einfach mal spawnen oder ob wir es wirklich mit festen Basen zu tun hatten oder haben, wie in der letzten Mission. Ich hoffe es ja eher. Der folgende Ausschnitt ist der Rede des Präsidenten der USCN, Allison Hardcastle, vor den Vereinten Nationen entnommen, in der er die Einstellung der USCN im Hinblick auf den Marsaufstand mehr als deutlich zum Ausdruck bringt. Sehr verehrte Mitglieder des Rats, liebe Miterdlinge, wir stehen einer bislang in unserer Geschichte unbekannten Krise gegenüber, einem von einer anderen Welt ausgehenden Angriff. Und obwohl es zutreffen mag, dass es sich bei dieser anderen Welt um eine Welt handelt, die wir hier von der Erde aus gegründet, kolonisiert und besiedelt haben, kann andererseits kein Zweifel daran bestehen, dass diese Welt mittlerweile unser Feind ist. Wir können es uns nicht leisten, diese Situation auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn wir nicht unverzüglich Maßnahmen ergreifen, werden uns sowohl unsere wirtschaftlichen als auch unsere politischen Interessen irgendwann dazu zwingen, wenn wir nicht so gut vorbereitet sind. Jetzt ist die Zeit, diese Angelegenheit zu einem Ende zu bringen. Wir können es uns nicht länger leisten, untätig herumzustehen. Es klingt ja schon mal wirklich nach spawnenden Einheiten. 6 Stunden später wurde der folgende kodierte USCN-Funkspruch von Spionagesatelliten abgefangen, die unter der Kontrolle des Mars stehen. Befehl, Präsident. Operation Crimson Overlord um 4 Uhr beginnen. Der bestgelegte Treffpunkt ist Tranquility Base. Diese Einheiten gehen unverzüglich gegen Angriffsgebiet vor. Sie sind autorisiert, jeglichen Widerstand mit aller Gewalt zu brechen. Klingt wie eine klare Ansage. Wir kriegen Besuch. Flotte der Mars-Allianz in der Nähe des Mondes. Flotte weiter zum Kampfgebiet bei Harpers Nebulae vorrücken. Auf Feindberührung vorbereiten. Laser- und Raketenbatterien bereit. Ionenkanonen bereit. Jägergeschwader in Verteidigungsformation. Befehl erhalten. Flotte rückt weiter auf Harpers Nebulae vor, wird den Kampf gegen alle feindlichen Einheiten eröffnen. Keilformation. Bringt eure Vögel um auf Kurs 3,45. Bringt sie tief und schnell rein.
Wir müssen dieses Weltraumdock ausräuchern. Bring deine Schüssel gefälligst in ordentliche Formation. Du fliegst wie eine flügelarme Ente. Ich versuch's ja, Lieutenant. Das hier ist schließlich nicht mein normaler Vogel. Dieses Schrottding reagiert so schnell wie eine Schlaftablette auf Valium. Aber einig sind sie sich offensichtlich nicht. Delta Kilo 9. Delta Kilo 9. Flotte ist auf Position und wartet auf endgültige Befehle zum Angriff. Okay, Leute. Wollen das mal nach dem Handbuch erledigen. Alle schön dicht formieren. Die lassen die anderen ja auch nicht ausreden. USCN-Raumdock Tranquility Base. Der Angriff startet und er scheint ziemlich erfolgreich zu sein. Denn sie nehmen das Raumdock offensichtlich ziemlich auseinander. Weltraumdock im Visier. Okay, das Weltraumdock scheint Angriff beginnt. Kaputt zu sein, oder? Ja, sie nehmen es völlig. Mann, brennt das Ding. Ja, das war's. Okay. Diese Flotte könnte unser großes Problem werden. Und es ist eine riesengroße Flotte. Feind auf 12 Uhr. Ganz ruhig, Leute. Und die Ansicht ist aber auch herrlich. Zentriert auf diesen einen Transporter. Ah, ne, ist ja kein Transporter. Scheint eine Korvette zu sein. Ich hab einen am Hintern hängen. Bin an dem Plan, Grün 2. Nach rechts raus. Ein kostspieliges Opfer, aber jetzt ist der Weg zum Mond frei. Wir müssen rasch eine weitere Flotte aufbauen und sie zum Mond schicken, da wir den Mond als Vorposten für eine Operationsbasis brauchen. Außerdem sollten wir versuchen, den kleinen Marsmond Phobos als Startplatz für unsere Jäger und Bomber zu sichern. Wir müssen uns auch auf Übergriffe durch feindliche Einheiten vorbereiten, Okan. Port Tschernobyl im Süden und Baker's Ridge im Westen bewachen beide wertvolle Ressourcen. Vielleicht können wir sie dazu überreden, sich unserem glorreichen Kampf gegen unsere Unterdrücker anzuschließen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir wohl zu anderen Mitteln greifen. Klingt ja wie eine klare Ansage. Na dann mal los. Ich würde als allererstes ganz kurz das abspeichern, damit wir eine Grundlage haben. So, wir haben eine Basis, ein paar Panzer, die ist aber auch nicht wirklich gesichert, die Basis, okay. Zerstören Sie Baker's Ridge und Port Tschernobyl oder greifen Sie deren Kapitole mit der Logikbombe der Cyborg Ninjas an? Das kennen wir schon aus der letzten Mission. Also brauchen wir Cyborg Ninjas. Erstmal 3. Wir haben Ares zur Verfügung. Leute, wir haben Ares zur Verfügung. Jetzt wird's interessant. Gold, Eisen und Stein haben wir auch. Eine nicht gerade abgesicherte Basis. Ja, das. Unser Raumdock steht doch noch. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen die beiden anderen Basen aber erobern. Das hier hinten scheint der Mond zu sein. Also es ist eine riesige Karte, die wir haben. Wir haben aber auch keinerlei Arbeiter. Das ist jetzt vielleicht nicht so günstig, wenn wir jetzt schon Cyborg-Ninjas ausbilden. Ich brauche Bürger. Können wir Silos hinstellen? Ja, können wir. Ah, die sind gleich mal so riesig. Jedes Mal. Ja, müssen wir parken. Bringt nichts. Müssen unsere Einheiten irgendwie hier durch. So, ich brauche eine Siedlung direkt hier dran am Gold. Das ist gut, dass die Silos sich selber jetzt abbauen, dass wir nicht noch so viel Bürger dafür brauchen. Aber wir müssen jetzt loslegen. Ares, brauchen wir Nahrung, brauchen wir Gold. Mit Ares würde ich das vorrangig versuchen.
Denn wir haben sie jetzt zur Verfügung. Das ist unsere Chance. Hier wird geschossen. Raumjäger. Ach, wir haben... Okay. Ich stelle gerade fest, wir haben keinerlei Luftabwehr hier stehen. Was sich als reichhaltiges Problem gerade rausstellt. Das müssen wir ändern. Wir haben auch nur einen Turm. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, ihr werdet bebaut. Die ersten Ares 2 sind draußen. Ja, Kommandant. Raketensoldaten, ja. Also wir brauchen einiges. Was können wir hier machen? 0G-Ingenieur erhöht die Reparaturrate bei Weltraumdocks. Können wir später machen. Brauche ich jetzt nicht. So, du baust mal mit auf. Die Panzer können dort bleiben. Eine Panzerfabrik bräuchten wir auch. Haben wir zwar vorhanden, aber wir bräuchten Kohlenstoff. Und wir haben ja nirgendwo Kohlenstoff in der Nähe. Okay, wir müssen das offensichtlich mit Ares lösen. Na gut. Dann muss es halt so sein. Wir werden das Gold besiedeln. Wir brauchen dann noch Bürger dafür. Du kannst jetzt schon gehen. Erstmal Gold. Erstmal, das ist wichtig. Haben wir... Wir haben begrenzte Vorräte. Ach du Heiliger. Ja, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern. Wenn wir begrenzte Vorräte haben. Na gut. Dann muss es sein. Dann müssen wir relativ schnelle Angriffe machen. Wir müssen die Ares relativ schnell hochkriegen. Und dann schnell und entschlossen angreifen. Denn offensichtlich sieht es mit Ressourcen eher dünn aus. Könntest du die Mauer hier verschließen? Das wäre sehr nett. Nur vorsichtshalber. Du bist fertig. Jawohl. Zum Eisen. Ja, Stein brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja, auch zum Eisen. Alles klar. Wir müssen mit einer geballten Macht an Ares kommen. Sonst wird das eher weniger was. Der Turm sollte dort stehen bleiben. Wir können den auch gleich mal upgraden. Die Ares könnten wir theoretisch auch upgraden. Aber eigentlich brauche ich die jetzt dringend hier. Kann ich behilflich sein? Erledigt. Wen haben wir hier? Ein Cyborg Ninja, ja. Werden wir dann mal gucken. Ich bräuchte mal jemanden, der scouten geht. Hier mal so ein Wächter. Geh mal los. Wir könnten theoretisch auch einen Spionagesatelliten hinstellen, aber das ist mir gerade vom Gold her zu teuer. Deswegen schicke ich jetzt auch einen Wächter los. In der Hoffnung, dass wir was finden. Dass wir auch Kohlenstoff finden. Bei Holz bräuchte ich natürlich für eine Panzerfabrik. Wir werden gleich angegriffen. Das ist unser Raumdock, ne? Ja, unser Raumdock wird angegriffen. Das dürfte aber relativ gut aussehen. Die Reichweite werden wir dann noch erhöhen. Ach komm, wir machen das gleich mit den Türmen. Wir brauchen später dann noch unbedingt mehr Türme. Also mehr von den Weltraumgeschützen, will ich damit sagen. Dass wir... Okay, wir müssen, glaube ich, mal jemanden schicken. Darüber. Für eine Reparatur. Was kosten die? Gold und Eisen. Das lässt sich hinkriegen. Allerdings ist das, stellt das hier echt ein Problem dar. Weil hier ist das erste Geschütz schon so gut wie weg. Ja, und tschüss. Reichweite müsste gleich erhöht sein. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Von Infanterie, okay. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. So, ist der Bürger jetzt vorhanden? Oder? Ach nein, er ist abgefangen worden, oder? Oder? Ist der abgefangen worden? Ne, hier ist er. Okay, ich habe nichts gesagt. So, einmal bitte Reparatur. Hier oben. Okay, wir brauchen noch einen Bürger. Wir haben aber gerade keinen weiter. Bitteschön. Wir müssen den Turm dann reparieren. Die Erde schickt uns hier was entgegen, was wir vielleicht nicht wirklich halten können.
Damit müssen wir jetzt natürlich so ein Stück weit rechnen. Der Wächter wird angegriffen, ist auch erschossen worden, aber Kohlenstoff hat er immerhin gefunden. So, du reparierst mal bitte den Turm. Damit das auch klar geht. Die Infanterie stört mich jetzt noch nicht sonderlich. Was mich aber stört, ist, dass wir keine Ares haben. Hast du repariert? Du reparierst doch sicher noch. Okay, der Weltraumdock hat auch ziemlich abgekriegt. Eieieiei. Jetzt müssen wir wirklich schauen. Ach, die anderen Geschütze sind auch schon weg. Das ist jetzt schmerzhaft. Das könnte jetzt sehr schmerzhaft werden für uns. Haltet euch nach allen Möglichkeiten. Das Ding ist weg. Okay. Ich brauche hier noch eins. Weltraumdock ist weg. Wir bräuchten halt noch Schaden, aber wir können nicht weiter upgraden. Ist auf Maximum. Versuch mal hier noch ein Weltraumgeschütz hinzustellen. Unterdessen. Ares haben wir jetzt ein paar. Aber das reicht natürlich für einen Angriff noch nicht ansatzweise. Wir müssen da unten halt richtig aufräumen. Und wenn uns da irgendwelche Jäger entgegenkommen, naja gut, dann haben wir einen Zappen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bearbeite mal schön weiter das Kapitolschiff. Ja, Raumdock können wir jetzt nicht weiter hinstellen. Das ist in Ordnung. Wir verteidigen uns mit dem, was wir haben. Dann muss das irgendwie so sein. Du hast es gehalten, sehr schön. Der zweite Geschützturm ist auch so gut wie fertig. Wunderbar. Dann reparierst du mal noch den anderen. Hier oben sind schon wieder Infanteristen im Anmarsch. Wir werden angegriffen. Schießen die auf den... Ja, natürlich schießen die auf den Bürger. Das war abzusehen. Weltraumeinheiten Selbstheilung können wir später auch nutzen. Seht euch das doch mal an, mit welcher Masse an Infanteristen die Erde da gedenkt zu erscheinen. Ja, es ist auch in Ordnung. Sollen sie machen. Was ist jetzt los? Warum produziert die Cyborg-Fabrik jetzt nicht weiter? Oh nein, wir haben wieder so eine Kapazitätengrenze, ne? Dann müssen wir damit arbeiten. Wie viel sind das? 7 Ares. Warum ausgerechnet 7? Na, vielleicht können wir damit was reißen. Dann nutze ich das halt zum Upgraden. Dann nutzen wir das halt zum Upgraden, um die südliche Basis zumindest anzugreifen. So, der Wächter ist erschossen worden, aber von wo? Das ist ja noch die Frage an der Sache. Kohlenstoff gibt es hier in Massen. Das ist hilfreich. Okay, wir müssen hier über einen Berg. Das gefällt mir nicht. An so einem Berg könnten uns Luftabwehrgeschütze erwarten. Ein Buggy. Ja, weg. Erstmal grundlegend weg. Hier steht noch jemand. Auch weg. Da ist jetzt die Frage, zerstören wir die Basis gänzlich? Oder versuchen wir sie halt einfach nur einzunehmen? Ich würde sagen, wir versuchen zumindest die grundlegenden Militärgebäude wegzumachen. Die Bürger lassen wir nochmal stehen, die brauchen wir nicht. Also die müssen wir nicht vernichten, aber dafür andere... Achso, die Ares können wir noch weiter upgraden. Ich bräuchte Schaden. So, Bürger hat es überlebt, sehr, sehr gut. Ich bräuchte theoretisch noch einen Turm draußen. Können wir ja theoretisch machen. Bei den Ares, sehr gut. Das läuft eigentlich vergleichsweise gut. Aber wir müssen uns irgendwie verteidigen. Was ist das denn? Ein Schwebepanzer. Vielleicht sollten wir wirklich Militäreinheiten versuchen auszuknipsen. Zuallererst. Falls wir da irgendwie ein Problem kriegen diesbezüglich. Wenn ich hier so einen Schwebepanzer sehe, der keinen Schaden von den Ares kriegt. Okay, das kann dauern. Was ist hier los? Okay. Jetzt muss man aufpassen, dass der Bürger hier nichts abkriegt. Ich wollte gerade sagen, sehr gut. So, der Schwebepanzer ist weg.
Das sind noch Bürger, das ist in Ordnung. Hier das Raketengeschütz. Bürger lebt noch. Sehr gut, aber der Turm kriegt halt mächtig was ab. Ich bräuchte noch einen zweiten.